Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, ich muss schon wieder ran, weil ich habe keine Folgen mehr und diese Folge wird heute noch hochgeladen. Deswegen hoffe ich, dass meine Stimme einigermaßen in Ordnung ist. Manchmal muss ich zwischendurch ein bisschen schlucken, weil es noch nicht so hundertprozentig ist. Aber ich hoffe, das kriegt ihr nicht so mit. Ja, in der letzten Folge hat man gesagt, dass wir zum Kloster gehen sollen. Und da machen wir jetzt... Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen mich wieder umstellen. Da machen wir jetzt weiter mit der Hauptquest. Mögen die Götter mit dir sein. Also. Hab Dank. Suchst du nach Aufzeichnungen über die Lasenit? Die Lasenit. Lasenit. Ich glaube, ich habe etwas über sie gesehen, in alten Aufzeichnungen, die von Mönchen in uralten Zeiten hinterlassen wurden. Das ist etwas, nach dem kaum Leute suchen. Also muss es sich in den Katakombenarchiven befinden. Warum siehst du nicht selbst nach? Aber es ist in einer antiken Sprache geschrieben, ha, verarscht, die nur von Mönchen genutzt wurde. Du wirst sie nicht alleine lesen können. Ich habe gehört, dass es auf Burg Luterra einen Mönch namens Franz gibt, der sich mit antiker Geschichte auskennt. Wenn du die Aufzeichnung findest, solltest du ihn um Hilfe bitten. Ich bin sicher, dass er dir gerne helfen wird. Ja, das wollen wir doch mal hoffen. So. Die Aufzeichnungen sind da oben. Kann ich hier eigentlich reiten? Ich denke nicht, oder? Doch, kann ich. Ha! Das heißt, aber wir sind doch im Kloster. Ja, doch, hier unten waren, glaube ich, auch noch irgendwelche Gegner, ne? Ja, ja, ja. Ich kann mich dran erinnern. Ach nee, jetzt kommt so ein Idiot. Nicht veräppeln. Nein. Haut ab, ich bin nur auf der Durchreise. Ich habe kein Bedürfnis danach, hier mit euch zu kämpfen. Das ist so nervtötend. Nein, geh weg. So. Sind das die Dinger? Ja. Die Lasenit waren das einzige flugfähige Volk. Ihre Aufgabe war es, die Welt zu beobachten und zu leiten, aber sie betrogen die Götter und beanspruchten die Archen für sich selbst. Als Strafe für ihre Verbrechen wurden ihnen die Flügel genommen. Ja. Bitte, Bruder Franz, den Text zu entziffern. Ich gehe mal stark davon aus, weil er hatte ja gesagt, dass der an meinem Zielort ist. Dann würde ich sagen, wo waren wir denn jetzt überhaupt? Burg Luterra war das, ne? Ach so, da kann ich doch eigentlich... Ach, hier kann ich es mir nicht angucken, ne? Ich kann das nur hier. Dann würde ich sagen, dass wir... Moment, Tanzenlied der Flucht. Wir haben doch irgendwo was, was mich direkt... Heim und Herd. Ah, Moment. Ne, die Hymne von Luterra. Oh Gott. Hier, genau, die 8. Die wollen wir jetzt haben. Gehen wir direkt wieder zurück. Ist das heute wieder kompliziert. So, dann mal schauen über uns. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken, als das Ding auf einmal hier aufgetaucht ist. Hilfe! Ich glaube, die Gegend musste erst noch geladen werden. Du bist der Mönch. Denke daran, deinen Teleporter zu aktivieren. Das steht in einem Text über die Lasenit, der im Medric-Kloster aufbewahrt wird. Hä? Die Lasenit sind das erste Volk, das nach dem Abbild von Regulus persönlich geschaffen wurde. Vor langer Zeit raubten sie die Arche und brachten sie zur Erde, um die Welt zu beschützen. Da sie ihre Pflicht als Beobachter ignoriert hatten, zogen die Lasenit den Zorn der Götter auf sich und verloren als Strafe ihre Flügel. Sie durften nicht länger so frei wie die Beobachter über die Himmel von Akesia fliegen. Es heißt, in den Katakomben von Burg Luterra gäbe es eine Aufzeichnung, die zu dieser hier passt. Aber das ist auch der Ort, an dem die Seelen von Dämonen einsperren, also wird es schwer, daran zu kommen. Katakomben der Kathedrale von Kardan. Finde die Aufzeichnung von Lasenit. Das Problem ist jetzt nur, wo sind diese komischen Katakomben? Ach Moment, hier oben ist die 1. Ach, da kommen wir in den Keller. Ah. Okay.
Dann reiten wir da doch mal rum. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin sicher, unsere Nachfahren werden dich... Naja. Behalt mal deine Nachfahren für dich. Ich habe da jetzt gerade keine Zeit für. So. Da ist noch eine Aufgabe. Das finde ich fies. Aber ich muss wahrscheinlich dann eh wieder hier raus, denke ich mal. Bete bitte mit uns, auf dass wir die aufhalten, deren Erwachen bevorsteht. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir da jetzt nicht eine Aufgabe bekommen, die uns dann auch in die Katakomben schickt. Wir sprechen dann doch mal lieber kurz mit ihm. Die Katakomben vor dir enthalten die gebannten Geister der Dämonen aus dem Großen Krieg. Während des Krieges kanalisierte Mikaela die Macht der Götter und sperrte die Dämonen in diese Kugel. Wir müssen sie in die Katakomben bringen. Allerdings befinden sich bösartige Geister darin, die beunruhigend stark geworden sind. Ich bin mir aber sicher, dass die Königsritterin mit ihnen fertig wird. Bringe diese Kugel in den Grabstein der Gefangenschaft. Okay. Ich wusste, da kommt wieder irgend so eine Scheiße. Ich hab's gewusst. Na gut. So. Banne die Dämonenseele in den Grabstein. Das ist geradeaus. Und noch ein Stückchen weiter finden wir die Aufzeichnung. Finde ich ja so gar nicht lustig. Guten Tag. Ach so. Muss ich jetzt mit dem... Neue Rekruten? Ha, gute Arbeit. Du bist ziemlich nützlich. Dank dir habe ich viele neue Freunde getroffen. Mir wird eine ganze Weile nicht langweilig werden. Ja, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass den Dämonen nicht langweilig wird, ne? Das ist doch klar. Okay, ich kann jetzt hier gar nicht kämpfen, fällt mir gerade auf. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. So. Die meisten Lasenit kehrten nach Elgazia zurück. Der einzige geflügelte Lasenit verblieb an der heiligen Stätte von Trixion, um die Zukunft der Welt zu verfolgen. Einige andere Lasenit verblieben in Arkesia, um als göttliche Augen zu dienen. Ja, was haben meine Augen jetzt hier gesehen? Waren wir hier nicht schon drin? Weil das bedeutet... Aber ich muss trotzdem mal kurz nachgucken, weil ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher bin, ehrlich gesagt. Weil hier sind jetzt so überhaupt gar keine Gegner. Wir sind da vorher schon mal drin gewesen, als wir hingekommen sind, glaube ich. Ja, muss. Also ich finde hier nämlich keinen... Kann ich hier auch reiten? Das wäre natürlich schneller. Ich finde hier jetzt nicht diese Beere, diese Moko-Beere. Und ich meine mich zu erinnern, dass diese Beeren nämlich nur dann auf der Karte aufgetaucht sind, wenn ich die schon eingesammelt habe. Aber das hat mich trotzdem irritiert, weil ich dachte, ich wäre hier noch nicht gewesen. Aber offenbar waren wir hier ganz am Anfang. Also ich kann mich so ganz, ganz, ganz vage daran erinnern. Für mich jetzt auch schon ein bisschen näher, ja? Willst du dir etwa die alten Archive hier ansehen? Der kann ja doch reden. Ich weiß, wie lächerlich das ist, aber ich korrigiere keine menschlichen Interpretationen. Warum fragst du nicht diesen Mönch, Mikael, dort draußen? Er ist genug für einen Menschen. Richte ihm meine Grüße aus. Oh, hey, hol mich hier raus. Ich bin eigentlich gar kein Dämon. Du glaubst mir, du musst mir glauben. Nein? Na gut. Aber du könntest trotzdem diesen Brief für mich an Mikael überbringen. Das wäre großartig. Er wartet schon darauf. Wirklich. Jetzt kann ich sagen. So. Etwas ist merkwürdig an der Energie, die der versiegelte Dämon verströmt. Mit denen sollen wir jetzt gar nicht mehr reden? Ach so, das andere war... Nee, das ist beides Mikael. Okay. Wieso... Halt, stopp. Wieso reite ich denn hier nicht mehr, Leute? Ihr kleinen Schweinchen, habt mir einfach mein Pferd weggenommen. Hallo. Mikael. Was du mir erzählt hast, ist also eine Aufzeichnung der Lasenet?
Im Untergrundfriedhof? Nee, aber ich kann sie dir zeigen. Ich brauche davon nicht zu erzählen. Und du sagst, sie war direkt hier in den Katakomben? Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Laut diesen Informationen ist es möglich, dass irgendwo in Akesia noch ein Lazenit existiert. Diese Worte erinnern mich an einen Grabstein, den ich auf meiner Pilgerreise in Luterra sah. Darauf war ein Zitat eingraviert und ausgehend von deiner Geschichte denke ich, dass es vom gleichen Autor wie diese Aufzeichnungen stammen muss. Es könnte ein von den Lazenit hinterlassener Hinweis sein. Du solltest dir diesen Grabstein ansehen. Er befindet sich in einer gut beleuchteten Ecke, bei den Versammlungshallen der Dämmerung auf dem Sonnenhügel. Hab ich mich jetzt erschrocken? Das ist eine veralterte Schrift, die in uralten Zeiten von Dämonen benutzt wurde. Und deswegen musst du mich hier so erschrecken. Ich dachte, ich hätte alle Referenzmaterialien in den Archiven gelesen. Woher hast du das? Ich hab's von Nomad, dem Dämonen. Oh. Lass uns einfach so tun, als hätte ich das gerade nicht gelesen. Und bitte erzähle niemand anderem, dass du mir das gegeben hast. Ich habe damit nichts zu tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich werde es einfach wegwerfen. Aha. Wieso habe ich dafür jetzt ein Kartenspiel erhalten? Okay, erstmal kurz die Fertigkeitspunkte angucken. 6 Fertigkeitspunkte haben wir bekommen. Achso, für die Mitte? Oder für links? Ich bin immer so doof, ich krieg's irgendwie nicht hin. Moment. Das habe ich jetzt gar nicht. Was habe ich denn überhaupt? Das sehe ich ja gar nicht. Ihr schickt das Reittier weg. Das kann ich jetzt wieder nicht, ne? Das war so klar. Ach, ich weiß doch jetzt gerade gar nicht, was ich drin habe. Leute. Kann ich das eigentlich irgendwo sehen, ob ich das ausgerüstet habe? Nee, ne? Hier steht so nicht dran. Kann man hier eigentlich noch irgendwas machen? Mhm. Hier kann man auch nicht. Ich hoffe... Nein, natürlich ist das F jetzt nicht mehr drin. Da müssen wir gleich nochmal eben gucken. Aber ich wollte sowieso viel lieber gucken. Finde sonnengeküssten Regen. Was bitte? Begib dich zu Boreas Reich. Ja. Okay. Haben wir nirgendwo gerade in der Ecke. Okay. Also, das heißt, ich werde... Achso, damit kann ich das ja gar nicht reinzoomen. Das heißt, ich werde mal gucken, wo ich beides finde. Wahrscheinlich... Nee, Sonnenhügel? Ich dachte jetzt... Aber sonnengeküsst, das ist ja jetzt eigentlich... Bis wo sind wir jetzt gekommen? Bis zum Sonnenhügel oder bis zur Ebene? Kürbishof? Doch, auf dem Kürbishof, glaube ich, waren wir schon, wenn mich nicht alles täuscht. Dann werde ich jetzt mal schauen, wo das genau ist. Also sprich, entweder der Sonnenhügel oder Boreas Reich. Da kommen wir ja auf jeden Fall später noch hin. Wenn ich jetzt wüsste, wo dieser sonnengeküsste Regen ist, das kann man auch nicht anklicken. Das wird Moment. Ah, doch, doch, doch. Ah, sehr gut. Der ist auf dem Sonnenhügel. Da waren wir auch schon mal. Dann würde ich sagen, dass wir dann den Triporter hier benutzen. Dann brauche ich euch nämlich gar nicht so rauszuschneiden. Natürlich schneide ich das Ganze ein bisschen raus, diese Sequenz, bis ich überhaupt erstmal hier bin. Also sprich die Ladesequenz. Das ist jetzt der sonnengeküsste Reh. Achso, jetzt drücke ich hier V. Wieso drücke ich V? Weil ich gedanklich noch in Teso bin. Okay. Ich bin immer in Teso, wenn ich irgendwo, also gedanklich, wenn ich in irgendeinem MMO bin. Ich weiß auch nicht. Dann will ich immer alles genauso machen, wie ich es gewohnt bin. Ach, hier sind die Wölfe. Aber die sind eigentlich... Ja, den würde ich gerne mitnehmen, aber... Ja. Den nehmen wir noch mit. Komm. Hallo. Nein. Nein! Hallo, ich hab G gedrückt, nicht F. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Hallo? Ich hab doch gerade umgerüstet, du Idiot. Posen, Angeln, Reliktsuche, Jagen. Wieso habe ich jetzt hier nur noch Jagen drin? Wieso habe ich jetzt kein... Okay, ich krieg's jetzt gerade irgendwie nicht mehr hin. Es ist
eindeutig viel zu früh am Morgen. Egal. Erstmal das Relikt holen, so. Ich akzeptierte das Schicksal meines Volkes und blieb in Arcesia, um die Welt zu beobachten und das Sprachrohr der Götter zu sein. Während ich mein Schicksal erwarte, muss ich denjenigen anführen, der die Zukunft zum heiligen Ort öffnet, wo sich die Blume zum Licht wendet. Ich habe gerade erst gemerkt, dass das der Sonnenblumentyp war. Oh Gott, ich weiß, das kommt sehr spät, aber ich habe vorher nie drauf geachtet, was das für ein Bildchen war, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oh, jetzt müssen wir komplett durch die Wölfe durch. Das ist nicht gut, aber die greifen einen nicht so an. Das ist ein nettes Wolfsrudel, genau wie unseres in Teso. So, halt, stopp. Ich habe schon auf dich gewartet. Du trachtest danach, Trixion zu erreichen. Das Heiligtum für die Lagerung der Archen. Trixion, ein alter Name. Ein Reich aus purem Licht, das die Götter erschufen, um über Arcesia zu wachen. Eine Art Wachturm für die Lasenit, um uns im Auge zu behalten. Nur mit dem Lied von Trixion ist es zu finden. Von allen Leuten solltest du am ehesten dem Pfad des Lichts folgen können, so wie einst König Lutera. Was? Mehr nicht? Moment, Inventarfenster? Wie soll ich das jetzt erlernen? Der zeigt mir jetzt hier das Kartenpaket an. Flinkheitsrobe. Kampfgegenstand. Ah, hier, Lied von Trixion. Achso, verwenden rechts. So, Lied von Trixion wurde hinzugefügt. Sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das jetzt überhaupt hier reinkriege. Moment, Lieder, Lieder, Lieder. Drücke F2 und spiele das Lied von Trixion. Achso, darüber war das. Dann mache ich das mal. Lied von Trixion. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber wir ziehen das mal mit rein. So. Und zack. Hi. Cool, da waren wir doch schon mal. Die haben auch angefangen, ne? Hi, dich kenne ich doch. Beatrice. Lang nicht mehr gesehen. Ich wusste, du würdest kommen. Das Schicksal der Welt steht nun auf der Kippe. Trixion ist das Heiligtum der Sterne, das einst die Archen beheimatete. Ich werde die Archen bewachen, bis alle sieben geborgen wurden. Die Archen sind Artefakte von gewaltiger Macht. Sie könnten dieser Welt Frieden bringen. Oder alles vernichten. Asta ist die Arche des Vertrauens. Die Sternenboten haben dich auserwählt, ihr Erbe weiterzuführen. Es verbleiben noch 6 inaktive Archen. Du musst sie alle finden, bevor die Welt der Dunkelheit verfällt. Jetzt mal eine Frage.
Kann das sein, dass das die gleiche Synchronsprecherin ist wie, ich glaube, Claudine war das? Also die Werwölfin, meine ich, war das? Von Monster High? Und damit glaube ich auch die gleiche, meine ich, die auch bei Pretty Little Liars mitgespielt hat. Ich komme gerade nicht darauf, wie sie heißt. Kann man mit ihr noch was machen? Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an. Für ein Gespräch mit Beatrice brauchst du mehr Charisma. Hallo? Ich wollte meine Beziehung zu ihr verbessern. Ich wollte kein Charisma. Danke, dass du der Welt Hoffnung und Licht gebracht hast. Ja, bitte, bitte, gern geschehen. Ja, dann sprechen wir nochmal mit unserem Kumpel, dem König. So. Moment, Bocluterra war... Da war es doch gerade. Die 8, genau. Nein, wie die Fähigkeit... Hä? Abklingzeit 120. Wollt ihr mich veräppeln? Jetzt muss ich da manuell hin? Ihr habt's doch nicht mehr alle. Bocluterra, Palasteingang. Ja, da möchte ich jetzt einmal hin. Ich meine, ich habe es so noch nicht gebraucht, muss man dazu sagen. Aber wie schwachsinnig ist das denn, dass man die Lieder für Stunden sperrt? Ja, halt doch mal die Klappe. Lass mich erstmal zum König. Ich wollte gerade sagen, da läuft ein Weihnachtsmann rum. Das ist ein Schnee. Ein Schnee, genau. Das ist ein Schneemann mit Weihnachtsmütze irgendwie, der da gerade stand. Okay. Gut. Ich meine, warum nicht in so ein Spiel, ne? Die werden bestimmt auch den Weihnachtsmann kennen. Beziehungsweise Schneemänner. So. Du bist da. Ja. Hattest du was anderes erwartet? Hallo? Kann ich dich mal ansprechen? Du hast das Heiligtum gefunden und die Arche geborgen? Ich hätte nicht gedacht, dass das Heiligtum wirklich existiert. Beeindruckend. Was, ist es nur beeindruckend, dass das existiert und nicht, dass ich es geborgen habe? Hallo? Die 6 Archen sollten sich über die ganze Welt verteilen. Es ist wahrscheinlich, dass sie auf anderen Kontinenten verborgen sind. In dem Fall wäre der nächste Schritt, zum Hafen im Osten zu gehen und zu einem anderen Kontinent zu segeln. Lass mich wissen, ob ich dir in irgendeiner Form helfen kann. Amel, er ging nach Osten, um zu schauen, ob etwas mit der Zeit anfangen kann, die ihm bleibt. Er sagte, er wollte den Heretikern nachgehen und ich mache mir Sorgen um ihn. Wieso? Die sind doch nett. Könntest du sicherstellen, dass ihm nichts passiert? Klar kann ich das. Mache ich aber nicht. Nein. Wir sprechen noch mal kurz. Instrument spielen. Ich liebe diese Klinge einfach. So, Emotes zeigen. Da konnten wir auch noch was machen. Ja, König, wir schaffen das. So, ich muss das ja nicht alles vorlesen, was jetzt hier unten ist. Geschenk, glaube ich, haben wir jetzt so keins, was da jetzt... Könnten ihm jetzt einen Strohhut geben oder so. Aber ob er das jetzt unbedingt haben möchte, weiß ich nicht. So, dann haben wir das zumindest auch schon mal gemacht. Genau, wir sollten uns vorbereiten. Das werden wir tun. Geht zur blühenden Plantage. Ich muss erstmal rausgehen, um überhaupt zu sehen, wo die ist. Achso, ist schon abgeklungen. Sag mir das doch einer. So. Lauf etwas schneller. So, mal schauen. Blühende Plantage, war mir klar, dass das nicht hier ist. Wo ist es denn? Wie Palasteingang? Hä? Gehe zur blühenden Plantage. Du kannst in... Städt was? Keine Fertigkeiten einsetzen? Sind die doof? Ich klicke hier drauf und dann zeigt er mir den Palasteingang an. Wieso zeigt er mir den Palasteingang an, wenn hier gar keine blühende Plantage ist?
das verstehe ich. Nee, Moment, Schwarzrosenkapelle? Ach so, das ist hier unten. Warum zeigt ihr mir dann links den Palast? Ich verstehe es nicht so ganz. Okay, also wir müssen zur Schwarzrosenkapelle. Das heißt, wir müssen dann hier, wir waren ja Sonnenhügel, war glaube ich das letzte, wo wir rumkamen. Müssen wir dann hier noch ein bisschen weitergehen und da noch ein bisschen weiter questen. Dann kommen wir automatisch zu dem Punkt, wo wir dann letztlich hingehen sollen. Und Boreas Reich, das war ja auch noch ein bisschen später im Spiel, dass wir erst da hinkommen. Ja, dann würde ich sagen, dass das jetzt hier erstmal der perfekte Zeitpunkt ist, um nochmal einen kleinen Cut zu machen. Dann sind wir nämlich erstmal mit dieser, na gut, mit der Story nicht so ganz durch, weil die, das ist ja der rote Faden vom Spiel, wenn man so möchte. Aber mit dem Bereich hier erstmal durch. Und dann sehen wir uns im, ja, im Bereich, wo dann die nächste Quest ist, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!